Okay, wir wärmen unseren Körper wieder auf mit der Venenpumpe und Herzmuskelübung. Schön greifen mit den Händen, mit den Füßen schön pumpen. Und wenn der Körper aufgewärmt ist, können wir übergehen auf die erste Übung. Je nachdem, wie lange jeder braucht, bis der Körper sich erwärmt hat. So, wir machen heute eine Bauchmuskelübung. Wir setzen uns auf die Matte. Die Füße sind angewinkelt. Die Hände sind vorne gestreckt. Wir atmen aus und gehen mit dem Oberkörper zurück. So weit, bis man spürt, es zieht im Bauchmuskel. Wir halten einige Sekunden, gehen langsam hoch. Mit dem Ausatmen gehen wir wieder zurück, bis wir die Bauchmuskeln spüren. Und die Bauchmuskelstärken ist eine der wichtigsten Übungen. Wieder hoch. Bauchmuskeln können wir sonst nirgends stärken als nur mit den Bauchmuskelübungen. Und je länger dass man das macht, desto stärker wird der Bauchmuskel und stabiler die Rückenmuskeln. Wenn man schwache Bauchmuskeln hat, dann hat man auf einmal Kreuzschmerzen. So, das kann man ganz x-beliebig lange machen. Wenn der Körper und die Bauchmuskeln zum Zittern beginnen, dann ist richtig. Da gibt es eine zweite gute Bauchmuskelübung. Das ist hinlegen und Radfahren. Einfach mit den Beinen kreisen, große Kreise ziehen. Je größer die Kreise und desto tiefer man geht mit den Beinen, desto mehr spürt man es in den Bauchmuskeln. Und wenn man noch zu wenig spürt, dann fahren wir verkehrt. Eine verkehrte Radtour. Und schön große Kreise und schön runter mit den Beinen. Und so werden die Bauchmuskeln stärker. Und Pause zwischendurch.